So, hallo und heute heiße ich euch einmal wieder herzlich willkommen zu einem Computercraft-Update-Video. Weil ich dachte mir, ich mach's einfach mal wieder. Computercraft ist ja auf der Version 1.6.4 für 1.7.10 und hat jetzt ein Feature, was unbedingt sein musste, langsam. Erst einmal haben wir unsere Computercraft-Schule, die Videos kommen später, irgendwann. Wenn ich Zeit finde, tut mir leid. Tja, was haben wir? Also fürs Erste, Moment, hier seht ihr den ganzen Mod, lasst euch nicht verwirren. Haben wir, dass wir die Turtle einfärben können. Das war schon in einer vorherigen Version. Ich habe aber seitdem kein Update gemacht. Also zeige ich das auch ganz kurz. Wir wissen ja, die Turtle sind grundlegend Gold und sowas. Und dann können wir sie, ich glaube, im... Machen wir das im Inventar? Ne, ich glaube durch den Stellen. Ja. Dann sehen wir, jetzt ist er blau. Wir können alle 16 Minecraft-Farben natürlich verwenden. Muss ich nur kurz zeigen. Wollen wir das Ganze weghaben, also entweder Gold. Zack. Ich glaube mit den normalen, ich weiß gar nicht. Ich teste das jetzt zum ersten Mal. Live-Test. Ah, das funktioniert auch wunderbar. Also so könnt ihr das ein bisschen mehr sortieren und sowas. Aber jetzt kommen wir zum neuesten Update. Weg damit. Es ist eigentlich nur was für Turtles, denn die Turtles sind jetzt Super Turtle. Na gut, nur dieser ist ein Super Turtle, aber das ist ja egal. Ja, was können sie? Sie können endlich Blöcke erkennen. Yay! Und dann machen wir einmal kurz. Wie war das? Help? Oh Gott. Help. What's new? So. Und dann sehen wir auch schon die Befehle, die der Turtle nun kann. Wie gesagt, für die 1.7.10 Version 1.6.4. Warum man das so verwirrend macht. Fragt mich nicht, das übersteigt die Kunst eines Pandas. Viele Bugfixes, aber die interessieren uns nicht. Wir interessieren uns für diese 3 bzw. 4 Befehle. Wir können mit Turtle Inspect einen Block außerhalb des Turtles, also wie wir es gewohnt sind, Inspect ist dann nur vor ihm, mit einem Down ist es dann unter ihm, mit einem Up über ihm. Können wir die herausfinden. Wir können uns das Ganze auch mal angucken. Wir gehen mal ins Lua rein. Was? Verzeihung. Dann machen wir turtle.inspect. Machen wir mal den Block unter uns. Und da sehen wir schon die Sachen, die wir abfragen können. Er gibt uns mit dem Befehl zwei Variablen wieder, die wir natürlich dann speichern können. Ich zeige euch das gleich in einem Beispielprogramm. Einmal ein True oder False. Wenn wir jetzt nur Inspect machen, dann testet er ja vor sich. Wir haben ein False. Also er hat keinen Block gefunden, weil hier ist Luft. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Können wir mal kurz noch einen Live-Test, wenn wir schon mal dabei sind. Kann er auch Wasser erkennen? Da. Guckt euch das an. Hier haben wir wieder Turtle Inspect Down gemacht. True. Unter uns befindet sich ein Block. Jetzt haben wir dann in der ersten Variable speichern wir dies. Und die zweite Variable können wir mit den beiden abrufen. Das zeige ich dann, wie gesagt, gleich. Gibt uns einmal den Namen wieder. Das ist in diesem Mal die Minecraft-ID. Minecraft Flowing Water. Wir machen das mal wieder mit dem Block. Dann können wir uns das auch bei dem Block angucken. So. Hier die ID ist Minecraft.grass, Doppelpunkt-Rise. Die haben wir hier, die wir sehen. Diese Infos können wir uns im Spiel anzeigen lassen. Wie wir das machen, ist ganz einfach. Wir drücken F3 plus H gleichzeitig. Sehen? Jetzt haben wir es deaktiviert.
Ich mach's nochmal. Ich drücke mal erst einmal so F3, damit es dann auch weg ist. So. Hast du gerade irgendwelche. Da war die falsche Taste. Muss man das doch gleich machen? Na gut. Ah, so. Und jetzt haben wir die Infos wieder. Er gibt uns dann noch die Metadaten ab. Die sehen wir hier oben. Theoretisch. Na, da hinten. Hier bei der Wolle seht ihr das. Ihr habt ja oben links und an den Klammern die Nummer. Das ist wohl die Block-ID. Und hinterher, hinter diesem Strich hier. Ich weiß gerade nicht, wie heißt es? Slash, glaube ich. Seht ihr halt die Metadaten. Der hier hat Metadaten 4, Metadaten 0. So könnt ihr das dann halt alles abfangen. Und das kann er offenbar wirklich mit jedem Block. Wir können uns auch jetzt hier irgendeinen Modblock nehmen. Das weiß ich. Wir nehmen uns ein hier aus Applied Logistics. Nehmen wir uns mal Certus Quartz. Packen den runter. Abfrage. Und er sagt uns wirklich den kompletten Namen. Auch wenn der bei dem Mod jetzt gerade wirklich sehr lang ist. Ein schlechtes Beispiel. Aber ihr seht ja halt selbst, wie lang das einmal ist. Schrecklich. Manche Mods machen das so umständlich. Hier, das wäre doch mal schön. Schön knackig und kurz. Zack. Hier haben wir Thermal Foundation. Ohr. Es ist immer theoretisch der Mod. Dann das Ohr. Also heißt immer anders. Hier haben wir Metadaten 2. Wenn wir drauf gucken. Stimmt. Tja, was können wir damit machen? Tja, alles. Ich habe uns mal ein kleines. Achso. Ja, ich habe uns damit mal ein kleines Programm zusammengefasst. Gehen wir hier mal raus. Wir schauen es uns erstmal an. Ich habe es Lauf genannt. Und was machen wir hier? Hier oben haben wir erstmal wieder eine Endlosschleife. Dann bewegt sich der Turtle einen Block vorwärts. Dann habe ich hier mit DetectDown die Variable gespeichert. Wie gesagt, wir müssen das in Zweien speichern. Der Zustand, da wird uns True oder False zwar gezeigt. Und wenn es True ist, wird auch noch eine zweite Variable vergeben. Und diese speichern wir in Block. Die können wir dann mit Block Name, würden wir in dem Fall, ich frage, ob Wolle vorhanden ist. Seht ihr hier, Minecraft Rule. Wenn das vorhanden ist, frage ich nach den speziellen Metadaten. 0, dann dreht er sich nach links. Bei 1 dreht er sich nach rechts. Bei 2 dreht er sich um. Deswegen habe ich das auch hier so genannt. Bei der weißen Wolle, die hat Metadaten 0, dreht er sich nach links. Bei der orangenen rechts. Und bei der pinken oder magenta, was das ist, Metadaten 2, dreht er sich einmal komplett rum. Dann beenden wir das mit zwei Ifs, also das ist wirklich ein ganz einfaches Programm. Und so können wir ganz simpel, ich mach das mal, ich lasse ihn mal bis hier laufen. Sehen, er soll hier lang laufen, dann soll er hier lang laufen, dann soll er mal hier lang laufen, hier lang vielleicht, dann vielleicht hier lang, dann hier. Und hier soll er dann gleich wieder abbiegen. Das müssen wir natürlich später erst. Sieht halt kuddelmuddelmäßig aus, aber wir können wirklich einen Custom-Pfad eingeben, weil jetzt endlich erkennt, unter welchen Blöcken er ist. Machen wir mal Lauf. Wir sehen, die Optifine glitscht ein bisschen, aber er läuft hin und her. Sehr schön. Können die hier auch mal nach rechts laufen lassen. Nochmal rechts. Nochmal rechts. Nochmal rechts. Also ich finde, diese Funktion wurde endlich Zeit. Sie wurde halt vorher rausgelassen, weil es ja den Turtle übermächtig macht. Aber ich finde, warum nicht? Wenn man schon mit Turtles in Minecraft herumspielt und die programmieren kann, warum dann nicht alles, was man möchte? Wir beenden den hier mal. Aus, geh weg. Dankeschön. Ja, das war's von dieser Version eigentlich auch. Mehr bringt sie nicht ein, aber ich finde, das ist wirklich ein super Feature.
hoffe, ihr wurdet ein bisschen schlauer, was die Funktion angeht. Oh, 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 oh. Ja, da hätte ich fast einen Fehler gemacht. Wir haben ja noch etwas. Ah, da muss ich aber kurz selbst nachgucken. Sekunde. So. Was? Help. What's new? So. Get item detail. Stimmt. Lua. Turtle.get item detail. Das haben wir auch noch. Tja, und was macht das? Theoretisch das gleiche. Bloß, wir fragen unser Inventar ab. Wir nehmen mal wieder unser Erz hier. Was? Ach. Tot. Ja. So. Dann funktioniert es auch. Hier haben wir aber noch andere Werte hinzu. Wir haben einmal den Namen. Dann haben wir diesmal Damage. Das sind auch die Metadaten. Also, ich weiß nicht, warum man das zweimal anders nennt, aber... Es ist theoretisch das gleiche wie die Metadaten. Diesmal speichern wir das Ganze auch nur in einer Variable, wie wir sehen. Und Count. Halt die Anzahl, wenn wir uns jetzt hier so ein... Gucken, 6 Stone nehmen. Machen die Abfrage. Zack. Sehen, Minecraft Stone. 6 Stück. Und Damage. Damage haben sie, denke ich mal... Vielleicht heißt es bei Items wirklich so. Wissen ihr, wenn wir mit einer Schaufel oder sowas arbeiten... Geht der Schaden hier runter. Es wird auch auf die Metadaten gerechnet. Können das vielleicht mal kurz zeigen. Moment. Ach, brauche ich nicht hier machen. So. Brauchen wir unsere Schaufel mal ein bisschen. Interessant, dass ich das im Adventure-Modus konnte. Aber okay. So, packen wir unsere Schaufel da rein. Wir sehen. Ich denke mal, der nimmt dann unten die Daten. Damage 4. Stimmt, es sind 4 kaputt. Also es ist ein bisschen was anderes als die Metadaten, deswegen. Auf jeden Fall fragen wir diese Sachen ab. Nehmen wir wieder den Namen. Count. Und das war's dann auch schon. Ihr könnt theoretisch dann das gleiche damit machen, dass ihr, wenn ihr ein bestimmtes Item kriegt, dies und dies ausfüllt. So. Das war's jetzt aber endlich. Das war fast peinlich. So, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen, euch was beigebracht. Bis zur Computercraft-Schule. Und... Schön Computercraft lernen. Tschüss. Bleibt immer schön, Bambus.